das Gefühl, dass ich nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa lebe, bedeutet für mich, dass ich flexibel sein kann. Ich kann auch einfach in Frankreich arbeiten, ich kann einfach über die Grenze rüber zu meinem Freund. Also mir sind Grenzen ganz arg wichtig, um mich sicher zu fühlen, um mich geborgen zu fühlen. Ich finde es toll, wenn die Staaten auch ihre Eigenheiten bewahren, dass nicht alles vermischt. Der absolute Wunsch ist zumindest ein Schritt näher in das Thema Republik Europa, gemeinsame Verfassung, einheitliches Land, dass ich sage, wenn ich irgendwo außerhalb von Europa bin, wo kommst du her? Ich komme aus Europa. Für mich ist Europa, dass jeder Mensch überall leben kann, wo er will und dass er sich da auch zu Hause fühlt und nicht irgendwie aufgrund seines Aussehens oder so anders behandelt wird. Häufig ist es so, dass manche Länder einfach nur irgendwie Zusatzzahlungen erhalten und dann sind es immer die gleichen Länder, die zahlen. Ich finde, das sollte ein bisschen gleichverteilter sein, sodass halt jeder gibt, aber auch jeder profitiert. Ich bin froh, dass es Europa gibt, so ein bisschen als Kontrollfunktion. Wenn Deutschland zum Beispiel irgendwelche Richtwerte nicht einhält, ja, dass es dann noch jemand gibt, der sagt, hier, ihr müsst aber. Dadurch, dass ich aus Polen komme, macht Europa für mich das Leben aus, dass ich eben in Deutschland studieren konnte und jetzt arbeiten kann und mein Leben hier gestalten. Also Europa bedeutet für mich Vielfalt und Freiheit. Man kennt die wichtigen Leute zu wenig, vielleicht bis auf den Juncker. Man müsste die Leute viel mehr kennen und man müsste viel mehr wissen, wer was entscheidet. Und dann wäre es auch interessant, mitzubestimmen, wer das ist. Bei uns stehen bald die Auslandssemester vor der Tür und sowas erleichtert es dann natürlich. Wenn man weiß, dass man innerhalb Europas bleibt, dass man Unterstützung bekommt, deshalb ist es schon auch eine Überlegung wert. Dass sie sich auch bitte mal einig werden an der Sache. Wenn ich was beschlossen habe, dann müssen wir auch dazu stehen und es gemeinsam durchfechten. Reisen gehen können ohne Grenzen und die Chance haben, über die Grenzen hinweg Kulturen, Menschen, Schicksale kennenzulernen. Ich komme aus der Landwirtschaft, da wird sehr viel drüber gesprochen. Die Landwirte, die sind organisiert über die europäischen Zuschüsse und die sind sehr wichtig für die Landwirtschaft, dass überhaupt Landwirtschaft möglich ist bei uns. Man kann nicht alles sagen, das muss so und so gemacht werden. Man muss auch den einzelnen Staaten Selbstentscheidungen auf jeden Fall noch lassen. Die Einmischung von der EU ist nicht immer richtig. Im Alltag hat es natürlich auch die Nachteile mit Bestimmungen, die man nicht alle nachvollziehen kann, aber es überwiegen schon die guten Sachen. Wir haben noch nie hier so lange in Frieden gelebt und ich hoffe, wir leben noch weiterhin im Frieden. Ich glaube, dass viele Probleme sich besser auf europäischer Ebene lösen lassen würden. Und deswegen fände ich es besser, wenn die Strukturen transparenter wären, wenn das mehr auch in der Öffentlichkeit nachvollzogen werden kann, was da läuft. Ich erwarte, dass die Zusammenarbeit sogar noch enger wird, dass man wegkommt von diesem Mehr-Staaten-Denken hin zu einem großen ganzen Europa. Ich meine, wir sind ein Kontinent und von daher hoffe ich, dass wir alle gemeinsam bald in einem Europa leben und nicht mehr in vielen verschiedenen Staaten.